Allerseits und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ein kurzes und schnelles für euch. Ich hatte vor geraumer Zeit mal die Prynight PTA 18 Oathkeeper vorgestellt. Ja. Eine der geilsten, der coolsten Taschenlampen, die ich kenne. Warum eine der geilsten, der coolsten? Weil die halt diese sofortige Selbstverteidigungsfunktion hat mit dem Stroboskop, was ich sehr gut finde, durch den Knopf hier. Ja? Hier anschalten und dann kannst du hier hinten nochmal durchschalten. Ja? Wenn du das hier in dem Hammergriff haben willst. Ja? Aber auch durchschaltbar durch hier vorne. So. Jetzt hatte ich Prynight auf der IWA getroffen. Und ich hatte schon länger mit so einem dieser, ich weiß nicht genau, wie die heißen, muss ich jetzt mal gucken. Ich persönlich würde sie Traffic Cones nennen oder Traffic Light Cones. Die zieht man einfach hier drüber, wie so ein Überzieherli. Hier steht sogar Prynight drauf. Ja, seht ihr das? Ist so Silikon, kommt hier vorne drauf. Und ich sag mal, im Notfall, ihr habt es in dem Vorspann auch gesehen, könnte man halt Notsignal geben. Lässt sich auch ganz hell, wie ihr gesehen habt, ganz hell oder auf diesem Stroboskop-Modus benutzen. Ja? Das sieht man noch aus ein paar hundert Metern. Ja? Oder man könnte hingehen und sagen wir mal hier so. Durch die Luft wirbeln. Ich denke nicht, dass man das übersieht. Gibt es in Rot, in Orange, in weißer Kuckuck was. Mal gucken, wo man das in Deutschland beziehen kann. Ich finde das schon ziemlich cool. Also, ja, bei der Macht von Grayskull. Oder Luke, ich bin dein Papi. Nein. Ja. Okay, aber darum geht es nicht. Ich hatte mich dafür entschieden. Oh, das war übrigens, ich sagte, gib mir das doch mal mit. Ja, und er sagte so, oh, wir haben auf der IWA nur so ein paar. Ich sag ja. Er sagt, komm doch morgen mit. Er sagt, morgen Mittag bin ich doch schon weg. Dann guckte seinen Chef an, machte so. Und der Chef guckte so rüber, so. Okay. Ja, habe ich mir mitgenommen. Hab dann versprochen, ich mache ein Video drüber. Aber nicht, um das an den Mann zu bringen, sondern um euch zu zeigen, was es mittlerweile immer von so einer Firma wie Prynight, die, sag mal, für taktische Taschenlampen und so weiter zuständig ist, für ein Zubehör gibt. Preis kann ich jetzt nicht sagen. Ich persönlich würde dazu tendieren, das immer das Weiße zu nehmen. Die Amis benutzen diese Traffic Light Cones schon ewig und drei Tage, um halt den Verkehr zu regeln im Unfallfall. Ja. Aber die Dinger sind einfach gut. Die wiegen nichts, die sind aus. Man kann die aber auch im Karneval als Einhorn benutzen oder für was anderes will ich die jetzt nicht benutzen. Ja. Richtig. Ferkel, was hier immer denkt. Ja, Verstaumöglichkeit für in die Taschenlampe hinein, ja, nimmt also nicht wirklich viel Platz weg, habt ihr die Taschenlampe drin und also nimmt nicht wirklich zusätzlich viel Platz weg, ist aber halt ein ziemlich gutes Ergänzungskit. Ich sag mal, oder ich denke mal, wenn man dann noch irgendwo eine Panne hat, ein Licht unter dem Auto, legst du das einfach dahin und du hast ein richtig helles Licht, gehst halt auf volle Power. Ja, das ist auch volle Power, ist natürlich jetzt schlecht zu sehen bei dem Tageslicht. Oder ihr macht Camping, wie ihr das gesehen habt, ihr macht Camping und hängt das mal von der Decke runter. Ja, hängt das von der Decke runter und habt ein schönes Campinglicht, eine schöne Campinglampe. Und da die eh wirklich sehr brauchbar ist, ist das ein sehr nutzbares
Kit, weil man kann die auch zum Beispiel mit der Powerbank aufladen. Also die Prinat Oath Keeper ist sowieso eine meiner Lieblingstaschenlampen und das mit dabei. Finde ich geil. So, das war's. Welchen Link dazu finden sollte, packe ich den in die Beschreibung. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche noch einen wunderschönen Tag und wie immer gilt, tschüss, mein Dude, schwenkt der Hut, tschüss, hab.